Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so einen Umzugskarton hier richtig falten kannst, damit dieser einfach schön stabil ist und nicht sofort auseinander geht. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Es gibt verschiedene Modelle und überall ist normalerweise eine kurze Aufbauanleitung mit aufgedruckt, doch diese ist meistens nicht wirklich aussagekräftig. Ich zeige dir deswegen jetzt einmal den Aufbau von den zwei am häufigsten verwendeten Modelle von zum Beispiel IKEA, aus dem Internet oder auch aus dem Baumarkt. Modell Nummer 1 hat auf der Unterseite zwei solche Laschen, die sich relativ gut bewegen lassen. Wir klappen den Karton schon mal so auf, dass er wirklich viereckig ist, von alleine stehen bleibt und dann drehen wir diesen einfach einmal um, dass der Boden bzw. die Unterseite nach oben schaut. Danach knicken wir mal die zwei längeren Seiten einfach nach außen, da wir diese jetzt nicht brauchen und die zwei kürzeren Seiten mit den zwei Laschen hier einmal von der einen Seite reingeben und einmal von der anderen Seite, dass diese übereinander liegen. Jetzt die lange Seite mal ungefähr 90 Grad nach oben falten und dann schauen, dass dieses Vorderteil hier durch die zwei Laschen durchgeht. Also etwas gefaltet und schon ist die erste Seite fertig. Auf der anderen machen wir natürlich dasselbe. Ich drehe den Karton also schnell um, auch wieder nach oben falten und das zweite Stück auch durch meine Laschen hier durchgeben. Der Boden ist soweit fertig, weswegen wir den Karton wieder umdrehen und uns einmal das Innere genauer anschauen. Nun die zwei nach oben stehenden Kartonteile hier umfalten, über den Boden drüber, schauen, dass er wirklich schön sitzt. Das passt soweit. Und wir können uns um die Griffe kümmern. Hierfür von dem oberen Teil von der kurzen Seite, dass er mal nach innen drücken, nach unten klappen und den Griff von außen eindrücken, dass dieser auch nach oben faltbar ist. Somit haben wir nämlich den Griff auch schon richtig festgemacht. Dasselbe Spiel auf der anderen Seite natürlich wieder genauso, nach innen klappen und den Griff oben hochdrücken. Und schon ist unser Umzugskarton fertig. Wir können bis zu 30 Kilo jetzt hier hineinstellen. Zum Zumachen noch ganz kurz die kurzen Seiten auch nach innen klappen, dann darüber die langen Seiten geben. Hier haben wir noch so eine Öffnung auf beiden langen Seiten, weswegen ich jetzt einfach mal hier die eine Hälfte unter diese Seite gebe und die Hälfte über diese Seite. Also so wie eine Schere kann man sich das vorstellen. Etwas kompliziert zum Erklären, doch du kannst sehen, es ist wie eine Schere zusammen und somit ist der Karton nämlich auch schon schön fest und kann nicht mehr auseinandergehen. Das zweite Modell hier ist auch relativ häufig im Umlauf. Hierfür auch wieder aufklappen, dass wir einmal den Karton schon haben. Und dann drehen wir diesen einmal um, dass wir den Boden zuerst zusammenbauen können. Hier gibt es auf der kurzen Seite jetzt jedoch eine Stelle zum Einreißen. Das wäre diese Linie hier, weswegen ich einfach einmal den Karton hier schön durchreiße. Auf der anderen Seite natürlich wieder genau dasselbe Spiel, das hat jetzt funktioniert. Und ich gebe diese zwei losen Teile jetzt einfach mal nach außen, da wir diese noch nicht brauchen. Jetzt nehme ich das erste Bodenstück, also die lange Seite hier, ohne diesen Außenteilen ganz nach innen klappen, dass dieses wirklich einmal schön dort außen zusammenhängt. Und wir können nämlich die losen Teile jetzt nach innen falten, dass wir auch wieder so ein kurzes Stück haben, was wir ebenfalls in unseren Karton sozusagen reindrücken können. Wenn beide Seiten also nach innen geklappt sind, können wir unseren Umzugskarton mal wieder umdrehen und schauen uns diesen einmal von innen genauer an. Auf meiner Seite hier befindet sich das Teil mit den zwei losen Laschen und gegenüber natürlich ohne diesen zwei losen Stücken. Das Gegenüber halte ich jetzt einfach mal nach oben hin fest, dass dieses auch wirklich dort bleibt. Gebe das Teil mit den zwei losen Dingern einmal auf den Boden runter. Ich hoffe, von der Erklärung her passt alles. Schaue, dass diese zwei Griffteile nämlich nach oben gehen und dann nehme ich noch das Kartonstück ohne den Laschen und gebe es oben drüber. Und somit haben wir den Boden hier auch schon richtig eingesetzt. Jetzt eigentlich wieder das ähnliche Prinzip wie davor. Diese losen Teile muss ich mit meinem Griff befestigen, also nach außen halten, den Griff nach innen oben drücken. Auf der Seite passt es, auf der anderen Seite natürlich dasselbe Spiel auch noch machen. Und wir können unseren Karton jetzt auch schon wieder richtig verwenden. Zum Verschließen von dem Deckel noch eine Besonderheit, denn hier können wir zuerst die langen Seiten einmal nach innen geben. Hier diese losen Teile schon einmal leicht reindrücken, dass diese offen sind. Und dann werden nämlich die kurzen Seiten dieses Mal oben drüber gelegt. Hier mit diesem beweglichen Teil dieses leicht nach innen knicken und schon geht es hier oben nämlich durch den Deckel durch. Auf der anderen Seite genauso. Und somit haben wir auch schon diesen Karton richtig zusammengebaut, weswegen ich diesen sofort verwenden kann. Auch wenn unser Umzugskarton fest zusammengefaltet ist, ich empfehle immer noch etwas hochwertiges Klebeband auf jeden Fall zu verwenden, dass dieser Umzugskarton nicht irgendwie unter der Fahrt noch aufgehen kann. Wenn du dir für zu Hause jetzt also ein hochwertiges Klebeband, so einen Handabroller hier oder sogar einen oder mehrere Umzugskartons zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen.
Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenhersteller zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Utensilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.